Kommen wir nun zu einem sehr wichtigen Kapitel beim wissenschaftlichen Arbeiten, nämlich dem Zitieren. Die Frage heißt hier, wie zitiere ich eigentlich richtig? Das wird sehr, sehr häufig falsch gemacht bei den Studierenden und wir möchten Ihnen hier ein paar Tipps geben, wie Sie diese Fehler vermeiden können. Denn auch die richtige Zitierweise ist größtenteils ein Bewertungskriterium für Ihre Abschlussarbeit oder auch für Ihre Hausarbeit. Warum zitieren wir nun beim wissenschaftlichen Arbeiten? Zunächst einmal muss stets ausführlich und fehlerfrei belegt werden können, woher der Verfasser einer Arbeit die verarbeitete Information, Aussage oder auch Einschätzung übernommen hat. Denken Sie auch daran, dass Sie im Verlauf Ihrer Arbeit sehr, sehr viel lesen werden. Machen Sie sich Notizen, welche Quellen Sie verwenden möchten, sodass Sie nachher ausführlich belegen können, woher Ihre Textteile stammen. Dazu kann es sein, dass ein Satz, den Sie schreiben in Ihrer Arbeit, zum Beispiel durch mehrere Quellen belegt wird. Sie sollten auch schauen, dass Sie möglichst viele Sätze, die Sie selber aufschreiben, manchmal weiß man auch gar nicht mehr, was man wo gelesen hat, aber man sollte sich stets daran erinnern, dass man die Informationen, die man hat, natürlich irgendwo gelesen hat. Deshalb sollte man sich möglichst frühzeitig Notizen machen, woher welche Gedankengänge kommen. Das heißt, jegliche Form einer Übernahme muss natürlich mit einer Quelle tatsächlich belegt werden, kann dazu führen, dass fast jeder Satz einer wissenschaftlichen Arbeit, insbesondere bei dem Literaturteil oder auch in der Einleitung, belegt werden muss. Es gibt zwei Formen von Zitaten, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Und zwar haben wir einmal das direkte Zitat, das sehr, wenig verwendet werden sollte, und dann das wesentlich häufiger verwendete indirekte Zitat. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass Sie für die Literaturrecherche immer möglichst die Originalquellen, das heißt die Primärquellen, verwenden sollten. Das sind die Texte, wo tatsächlich Ihre Arbeit darauf beruht. Häufig haben Sie das Phänomen, dass mehrere Autoren voneinander abschreiben. Und wenn es Ihnen nicht gelingt, beispielsweise die Originalliteratur oder die Primärliteratur da heranzukommen, was heutzutage aber kaum der Fall ist, dann können Sie auch häufig mal die Sekundärquellen bemühen und Sekundärzitate anstreben. Wir haben noch eine Sonderform des Zitates im Zitat, aber darauf möchten wir hier nicht eingehen. Auch Spezialliteratur möchten wir hier nicht behandeln. Das heißt, die drei Punkte Sekundärzitat, Zitat im Zitat und Spezialliteratur, das müssen Sie letzten Endes beispielsweise bei Theisen nachlesen, den wir hier empfehlen, wie Sie mit diesen Zitaten umgehen. Kommen wir nun zum direkten Zitat. Das direkte Zitat wird nicht so häufig verwendet. Erstmal, was ist ein direktes Zitat? Ja, das sind Ausführungen von Dritten, die wirklich wortwörtlich übernommen werden. Und ich empfehle immer, direkte Zitate zu verwenden wie das Salz in der Suppe. Das heißt, man sollte in seiner Arbeit nicht zu viele direkte Zitate einflechten, sonst wird die Suppe salzig, aber auch nicht zu wenige direkte Zitate einfließen lassen, sonst schmeckt die Suppe nachher nicht. Das heißt, hier beim direkten Zitat werden Buchstaben und Zeichen getreu über Textteile bzw. Sätze übernommen und sie müssen wirklich originalgetreu sein. Das heißt, wenn tatsächlich im Original ein Tippfehler beispielsweise vorhanden ist, müssen Sie diesen übernehmen. Auch Kursivschreibungen müssten beispielsweise übernommen werden. Auf der anderen Seite dürfen Sie beim direkten Zitat keine eigenen Kursivschreibungen vornehmen, wenn die nicht im Originalzitat so waren oder auch keine Fettschreibung. Sie müssen auf jeden Fall in Anführungszeichen gesetzt werden und eignen sich für besonders herausragende, prägnante oder bedeutende Satzteile aus Ihren Quellen. Ich empfehle beispielsweise immer Definitionen, beispielsweise einen Satz für direkte Zitate, als direktes Zitat zu verwenden. Wir haben Ihnen auch noch mal ein Beispiel mitgebracht, das ich Ihnen gleich zeigen möchte. Ein weiterer Punkt sind noch die Auslassungen, die häufig falsch gemacht werden. Manchmal ist es günstig, wenn man den Satz etwas anpasst, das Original aber gerne verwenden möchte, muss daher grammatikalisch den Originalsatz etwas anpassen. Von daher brauchen Sie Auslassungen, das heißt Weglassung von Wörtern. Wenn Sie ein Wort im Zitat weglassen, sind es zwei Punkte. Wenn Sie mehr als ein Wort weglassen im Zitat, sind es drei Punkte, die dies kennzeichnen.
Bitte keine Auslassungszeichen am Anfang oder am Ende des Zitates, weil dafür können Sie die Anführungszeichen setzen. Das ist dann natürlich, dass Sie vorne oder hinten etwas weggelassen haben. Nun aber zu unserem Beispiel. In unserem Textbeispiel möchte ich Ihnen das direkte Zitat nun einmal vorführen, und zwar für die Variable Perceived Usefulness, hier abgekürzt mit PU in Klammern. Denken Sie dran, diese Abkürzung auch im Abkürzungsverzeichnis zu nennen. Diese wird im Deutschen mit wahrgenommenen Nutzen übersetzt. Davis definiert diese Variable wie folgt, und hier beginnt nun das direkte Zitat. Einmal mit den Anführungsstrichen unten, die markiere ich einmal in Gelb. Und zwar definiert er Perceived Usefulness mit the degree to which a person believes that using a particular system would enhance his or her job performance. Das Zitat endet nun mit den Anführungszeichen oben. Es eignet sich hier sehr gut, da es sich um eine konkrete Definition einer Variablen handelt. Und es wäre sehr schwierig, denselben Sinn noch einmal wiederzugeben, ohne ja eine sprachliche Veränderung herbeizuführen. Denn sonst läuft man Gefahr, auch die Definition der Variable zu verschieben oder zu verwässern. Von daher bei Variablendefinitionen oder auch bei Definition von Konstrukten, von wichtigen Termini, eignet sich immer das direkte Zitat. Das Zitat wird dann wie folgt in der Fußnote 60 gekennzeichnet. Wir haben hier das Zitat von Davis 1989 auf der Seite 320. Und wir schauen uns das einmal jetzt im Original an, wie es tatsächlich im Original aussah. Und zwar haben wir hier die Originalquelle von Davis, wie Sie sehen. Das ist das Originalpaper, was Sie sich beschaffen sollten. Und dann auf der Seite 320, hier ist 319, jetzt 320, wird Perceived Usefulness definiert als the degree to which a person believes that using a particular system would enhance his or her job performance. Genau hier finden Sie nun das direkte Zitat, was 1:1 tatsächlich übernommen wurde. Wenn ich zurückgehe, ja, wo haben wir es? Hier haben wir es. Sehen Sie, dass wir vor und nach dem Zitat bzw. vor und nach dem Satz keine Auslassungszeichen haben. Die brauchen Sie hier nicht, weil Sie wirklich nur diesen einen Satzteil herausgeschnitten haben. Das war es zum direkten Zitat. Nun kommen wir zum indirekten Zitat, was ja wesentlich häufiger vorkommt als die direkten Zitate. Ich sagte vorhin, die direkten Zitate sind wie das Salz in der Suppe, und letzten Endes brauchen wir auch noch eine Suppe, und die besteht aus den indirekten Zitaten. Was macht nun das indirekte Zitat aus? Das sind alles allgemeine Ausführungen, die Sie so schon einmal bei Dritten gelesen haben. Das heißt, wenn Sie Überlegungen von Dritten wiedergeben möchten, machen Sie diese als indirektes Zitat kenntlich, um es zu belegen. Sie stehen niemals in Anführungszeichen, die direkten Zitate, indirekten Zitate, Entschuldigung. Sie werden durch eine Fußnote gekennzeichnet, genau wie wir es auch gerade schon gesehen haben. Aber die Fußnote muss mit Vergleiche beginnen. Dies wird meistens abgekürzt durch VGL. Ich zeige Ihnen das nun auch noch einmal im Dokument, um es klar zu machen. Und zwar sehen wir hier als nächsten Satz, haben wir hier im Vordergrund steht der grundsätzliche Gedanke, ob die Nutzung der Technologie dem Anwender eine Leistungsverbesserung verschafft. Hier sehen Sie nun keine Anführungszeichen, aber eine Fußnote. Wir gehen mal runter zur Fußnote 61. Hier steht nun Vergleiche. Das ist die Kenntlichmachung für das indirekte Zitat. Und danach noch eben da bedeutet genau an derselben Stelle. Das heißt Davis 1989. Seite 320, genau auf der Seite ist auch diese Quelle zu finden. Und wir schauen noch weiter runter, und zwar finden wir hier nochmal den Satz: A system high in perceived usefulness in turn is one for which a user believes in the existence of a positive user performance relationship. Das ist genau die Aussage, die nun vom Verfasser genommen wurde und in seinen eigenen Worten umformuliert wurde, sodass wir hier ein indirektes Zitat haben. Ich mache dieses nun noch einmal kenntlich durch die Farbe Grün.
Im Vordergrund steht grundsätzlich der Gedanke, ob die Nutzung der Technologie dem Anwender eine Leistungsverbesserung verschafft. Genau das ist die Formulierung, die hier von Davis als Positive User Performance Relationship dargestellt wurde. Hier sehen Sie deutlich eine leichte Umformulierung des Satzes, den Davis vorgenommen hat. Dennoch müssen Sie die Quelle angeben. Weiterhin sehen Sie auch noch hier ganz viele Fußnotenzeichen, sodass Sie sehen, dass möglichst alle Sätze, alle Gedanken, die Sie aufschreiben, durch Quellen belegt werden sollen. Kommen wir nun nochmal zu den Do's and Don'ts beim Zitieren. Zunächst sollten Ihre Argumentation immer auf Quellen beruhen. Das heißt, hier ist es wichtig, mindestens eine Quelle anzufügen, wünschenswerterweise auch noch mehrere. Direkte Zitate bitte nur in wenigen Fällen verwenden und immer bei sehr wichtigen Aussagen verwenden. Eine einheitliche Zitierweise sollte in der gesamten Arbeit verfolgt werden. Wir haben hier einmal die Zitierweise nach Chicago-Style vorgestellt, das heißt Zitieren in Fußnoten. Es gibt auch noch die Zitierweise im Text, beispielsweise das Harvard-System, was wir hier nicht nochmal explizit vorgestellt haben. Aber im englischsprachigen Raum ist das Harvard-System sehr beliebt. Auch ich selbst bevorzuge es, weil es das Lesen deutlich vereinfacht, wenn Sie mit einem Satz sofort die Quellen erkennen können und nicht erst in eine Fußnote springen müssen. Das ist letzten Endes aber immer Geschmackssache und sollte mit Ihrem Betreuer abgestimmt sein. Fehlerquellen sind vorhanden oder Don'ts sollten nicht verfolgt werden. Das heißt, Sie sollten immer Ihre Argumentation belegen. Von daher als Don't, wenn Argumentationen nicht belegt sind oder Behauptungen nur aufgestellt werden. Zitierte Werke werden nicht angegeben. Sie sollten sich hier auch wirklich davor scheuen, einen Plagiatsvorwurf zu erhalten. Das heißt, wenn Sie nicht zitieren, machen sich des Plagiats schuldig und das ist wirklich wird meistens mit einer Note von 5.0 letzten Endes auch bewertet werden. Fußnoten sind nicht als eigener Satz dargestellt. Denken Sie bitte dran, dass jede Fußnote einen eigenständigen Satz darstellt. Das heißt, wird groß begonnen mit Vergleiche, groß geschrieben, VGL, Punkt abgekürzt und mit einem Punkt beendet. Das war's zu unserem kleinen Tutorial zu den Zitierweisen. Ich hoffe, dass Sie in Zukunft in der Lage sind, richtig zu zitieren. Wenn Sie Fragen haben sollten, schauen Sie doch auch nochmal in das Buch Wissenschaftliches Arbeiten von Herrn Theissen. Dankeschön.